So, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Let's Play Anno 2070 mit Kater zockt. Ja, Servus Leute, ich bin diesmal auch dabei. Genau, ja. Wir haben gesagt, da ja gerade dieser Anno-Hype wieder rumgeht, wegen Anno 1800, dachten wir uns, komm, wir packen jetzt mal Anno 2070 aus. Ich kenne das Spiel schon eine ganze Weile, nämlich schon seit dem Release. Der gute Kater kennt das nur nicht so arg lang. Gell? Ja, wir haben jetzt mal ganz kurz angezockt, aber an sich kenne ich Anno 2070 überhaupt nicht. Und Anno als Gesamtes habe ich mal Anno 16 irgendwas gespielt. So 15 Minuten, eine halbe Stunde, dann hatte ich ja schon die Schnauze voll. Ja, und wir haben einfach gedacht, das wird bestimmt witzig, wenn wir da hier so einen absoluten Noob nehmen und jemand, der das Spiel schon etwas besser kennt. Ja, am besten, ich gehe einfach mal kurz die Einstellungen durch. Ihr seht ja schon hier, wir haben einmal die Tilda Jorgensen drin, als Spieler, der auch expandiert, und einmal den Hector. Beide erstmal auf einfach, weil sonst wird das den Kater wahrscheinlich ein bisschen überfordern und dann hat er keine Lust mehr mit mir zu spielen. Gell? Genau. So, hier seht ihr, ich scroll mal kurz durch die Einstellungen ganz grob, damit ihr seht, was wir so eingestellt haben. Nichts groß aus der Reihe, einfach nur Geld, ein paar Lizenzen und Siegbedingungen sind ganz aus. Also wir wollen einfach ein gemütliches Endlosspiel machen, zusammen, sodass er reinkommt und wir einfach ein bisschen Spaß haben. Und wir hoffen natürlich, dass es euch auch sehr gut gefällt, was wir da machen. Dann genau. Gehen wir mal auf die Fraktionswahl. Jo. So, was nehme ich denn? Also, was ich noch sagen wollte, wenn es uns bockt, dann werden wir wohl auch mit Anno 1800, wenn es dann rauskommt, weitermachen. Aber sicher. Da freue ich mich jetzt schon drauf, obwohl es noch 1,5 Jahre hin ist. Ja. Okay. Das geht. Also, nehme ich Eden Initiative oder Global Trust? Ich würde dir zu Global Trust raten, weil ich kenne mich ja am besten aus. Ja, auf jeden Fall. Dazu ganz kurz zu sagen, als das Spiel rauskam, habe ich am Anfang auch Global Trust gespielt, weil ihr werdet schon sehen, warum. Ich nehme Global Trust. Okay. Gut. Ich nehme die Eden-Initiativ und dann passt die Sache, ja? Gut, dann starten wir mal direkt, würde ich sagen. Ja. Genau. Ich bin bereit. Genau, dann Mission starten. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Wer rennt wem davon? Na, jetzt mal gucken, welche Rechnerstärke ist, oder? Ja. Ich glaube, dass immer der Host schneller lädt. Und da das ich bin, ja, wird das schneller laden bei mir. Wobei bei mir schon Meeresböden und so. Oh, und ja. Meeresströmungen und ja. Ja, dann, oh Gott, warum ist deiner jetzt schneller fertig? Das gibt's doch nicht. Hallo? Letztes Mal bei unserem Probespiel war ich schneller. Tja. Muss mir einen neuen Rechner kaufen. Das war eben nur Probe, ja. Baby-Probefahrt. Also Mission Start. Okay, und da geht's auch schon los. Genau, hier bin ich auch schon auf diesem komischen Landeteil. Ich habe eine Insel gesichtet. Wo? So, erste Maßnahme, Spielspeicher. Spiel gespeichert. Was? Ich bin... okay. Ja, gut, dann nehmen wir einfach mal die Insel, die es jetzt gleich gesichtet hat. Genau. Gegen später werde ich noch ein paar Sachen erläutern, denn ich habe mir noch so ein paar selbst ausgedachte Regeln auferlegt, die ich befolgen muss, weil ich ja der Pro bin hier, sage ich mal. Aha. Okay. So. Dann machst du das. Genau, so mache ich das. Jetzt, wo mache ich das am besten hin? Fahr du erstmal hier hin. So, wo bauen wir denn das Zentrum von unserer Stadt hin? Genau, die Frage stelle ich mir auch. Gebäudeauswahl vergrößert. Ich habe schon überlegt, wo das Kontor am besten steht. Ich glaube, hier steht es nicht einmal so günstig, dieses Kontor. Aber... ja, Gott. Jetzt steht es halt hier. So. Dann Stadtzentrum. Bauen wir ein bisschen weiter rein. Ah, ich kann keine Straße über Flüsse bauen, wahrscheinlich, ne? Straße über Flüsse? Doch, das müsste nochmal funktionieren sogar, oder? Ja, ich weiß. Nee, ich glaube, das geht nicht. Nee, über so einen Flusslauf kann man nochmal keine Straße drüber bauen. Das ist ja doof. Weil da geht ja voll durch. Hm, das ist die Schwierigkeit.
So, Energieversorgung. Wie baue ich denn das hier? Eine Straße vom Kontor. Nehmen wir hoch und rüber ins Stadtzentrum. Dann haben wir das. Nee, ich mach das hier anders. Genau, ich mach's nicht anders. Ich mach's so. So, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ah, kein Baumaterial. Sehr schön. Dann eine Straße hin. Dann so. Lade das Zeug hier ab. Wir haben natürlich eine nicht aufgedeckte Karte, deswegen werde ich mein Schiff mal ein bisschen auf Suche schicken. Genau. Das werde ich dann bei Gelegenheit auch machen. Genau. Nur ich muss halt... Ah, okay, hier sind Steine, wo man eine Brücke bauen kann. Okay. Ökobilanz. Werte fallen. Ja, okay. Ökobilanz niedrig, klar. Super, läuft. So, was ist mit denen? Die haben wenig Nahrung. Wie mache ich das jetzt hier? Da bauen wir erstmal hier eine Fische, die so direkt ans Konto. Nee. Gut, eine meiner Regeln ist nämlich, dass ich in meiner Arche keine Aufwertungen benutzen darf, keine Upgrades. Deswegen muss ich die zwei noch rausnehmen, kriege ich aber gerade nicht, wenn mein Lager innen drin ziemlich voll ist. Da muss ich gucken. Im Moment habe ich aber diese Sachen nicht. Ich werde das nicht spoilern jetzt für dich, was ich da drin habe. Aber die bringen mir im Moment nichts, auch wenn sie ausgerüstet sind. Mhm. Spoiler-Alarm! Genau! Spoiler mir nichts. Ich stelle mich schon ganz klar bei dir. Eigentlich, genau. Glaube ich, denke ich. Sie sind auf Karte 2105 gestoßen. Ja, schön. Nein. Für dich. Wo? Das geht doch nicht. Fahren die jetzt da? So. Ach, guck. Ich habe Bewohner. Aha. Kann Fisch bauen. Aber sonst Produktion geht noch nichts, oder? Was interessant ist, bei unserem letzten Probespiel warst du ja links oben, richtig? Bei unserem letzten Probespiel war ich links oben. Und genau, jetzt bist du unter mir. Neue Insel geortet. Du bist immer noch an der gleichen Stelle, oder? Ich bin an der gleichen Stelle gelandet, ja. Sehr, sehr geil. So, Bauzellenproduktion. Also, hier wird dann wahrscheinlich nachher die Erzverarbeitung kommen. Das heißt, ich stelle diese... Das mal hier hin. Das Warendepot. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir vom Schwierigkeitsgrad jetzt hoffentlich gut bedient sind, dass es nicht zu leicht wird, aber jetzt auch nicht für den Anfang zu schwer, weil ich werde jetzt auch nicht auf maximal Powerstufe jetzt spielen, weil wir wollen das ja gemütlich spielen und ich hatte schon irgendwie Angst, dass wir den Schwierigkeitsgrad falsch eingestellt haben, aber das werden wir einfach sehen, würde ich sagen. Gebäudeauswahl vergrößert. Zur Not, das wird sich da zeigen. Genau, zur Not ist das einfach ein Probespiel für uns jetzt. Und überhaupt mal zu gucken, ob das euch auch zusagt. Wie gesagt, ich habe den Kanal von ihm verlinkt. Wir werden auf jeden Fall beide aufnehmen, beide hochladen. Das heißt, es ist auch bestimmt lohnenswert, bei ihm reinzuschauen. Sein Kanal ist auch verlinkt bei mir. Ja, genau. Mein Kanal ist bei mir auch verlinkt. Aha. Dein. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Dein Kanal ist bei mir auch verlinkt. Ja, genau. Also, falls jemand bei mir tatsächlich finden sollte, dass wir Anno spielen und anschauen sollte, sollte auf jeden Fall auch beim Bloody Wintertale vorbeischauen. Ja! Genau! Genau, so oder so ähnlich. Ich bin gerade noch ein bisschen abgelenkt. Jetzt habe ich hier automatisch Felder angelegt, aus Versehen. Ich wollte die eigentlich von Hand setzen. Weil das ist jetzt ungünstig, die gefallen mir doch nicht, die reiße ich gerade wieder ab. Unbekannte Küste. Weg. Okay, ich bin mal auch gespannt, wo der Hector ist. Ja, der vielleicht Hexeltor. Ist er an derselben Stelle, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Festland. Hexeltor. Bin ich mal gespannt, ja. Ah, nee, das so, wir sollten natürlich Fisch anbauen. Ich kann jetzt noch dreimal dieses Feld abreißen, dann haben wir kein Geld mehr. Ach komm, das kann nicht sein. Ja, super. Eigentlich sollte ich das ganze Ding hier nochmal abreißen. Komm, mach weg. Tschüss. So. Ja, Entschuldigung für diejenigen, die bei mir zugucken. Es tut mir leid. Ja, ich werde versuchen, nicht ganz so oft bei dir rüberzuschauen. Wie kann man denn das Gebäude kriegen? Ja, das müssen wir eigentlich mal gucken. Ach, das ist 3x3. Die hätte ich nicht abreißen müssen. Das ist immer noch genauso scheiße. Was sind wir mal hier?
So, die Schiffe nochmal wegschicken. Ah, jetzt hätte ich es wenigstens eins versetzen können, aber nein. Junge. So, wir bauen gleich mal eine doppelte Produktion Bauzellen auf, genau, weil die werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich spiele Profi, weißt du? Du machst Bauzellenproduktion. Ja. Schon. Ja. Okay, das klingt doch super. Sowas sollte ich vielleicht auch gleich bauen. Warum ist hier nichts Bauzellen, aber hier nichts kommt? Oh, das geht natürlich gewaltig auf die Bilanz hier oben. Minus 155 bin ich gerade schon, aber... Oh, ich bin 119. Und ich... Ah, genau, ich muss die... Das hier hat man also mir gesagt, Schlägerei muss ich vorhin ausstellen. Die Aufstiegsrechte die sperren. Müssen. Genau, Aufstiegsrechte sperren. Und du kannst sie jetzt zum Aufstieg einfach mal auf hellgrün stellen. Das ist nämlich eine weitere Regel, die ich habe. Meine Bewohner müssen immer voll zufrieden sein. Also ich lasse die immer auf maximal grün stehen. Ja. Damit meine Bewohner, die dürfen richtig leider und Steuern zahlen. Ja, auf Orange ja, Steuern zahlen. Neue Gebäude zum Bau bereit. Ja. So, jetzt können wir ein Casino hinstellen. Genau, hier mussten wir. Dann können die hier auf Dunkelrot Steuern zahlen. Dunkelrot. Also meine Bewohner sind ja eigentlich voll am Arsch, gell? Die wollen jetzt neben Fisch nur Alkohol und rennen halt die ganze Zeit ins Casino. Ja, deine Bewohner sind geil, ja. Die sind richtig am Arsch. Arbeit macht nein, ich mach nicht auf Dunkelrot, das kann ich denen nicht gut antun. Aber meine Bilanz ist echt... So. Gebäudeunterhalt, Militärunterhalt und Fahrzeugunterhalt. Ist halt alles ziemlich teuer, aber wir brauchen eben die Bauzellen. So, dann haben wir Arbeiterwohnungen. Negative genau. Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Die Reihe Häuser, wo ich jetzt hier gebaut habe, das wird die erste Reihe. Scanne unbekannte Küste. Das rechts davon wird alles Industriegebiet, hoffe ich, denke ich. Kein Baum. Was ist denn der Hektor, echt? Wir haben doch noch keine neutralen Parteien gefunden. Nee. Das ist echt schlecht eigentlich. Nicht so gut. Weil unsere Werkzeuge gehen bald aus. Es ziehen mehr Leute her, wenn ich die Steuern auf grün lasse. Ne? Ja gut, es ziehen nur Leute überhaupt ein, wenn sie auf grün stehen. Also auf hellgrün oder ganz grün. Neue bei gelb kommen keine hinzu. So. Bauzellen und Bohrer in Kontor. Was für ein Ding? Bohrer. Bauzellen und? Bohrer. Was sind denn Bohrer, bitte? Na, die Akkuschrauber. Okay, also das sind, also ich nenne das Werkzeuge. Steht auch, glaube ich, dran, dass das Werkzeuge sind. Aber ja, stimmt, die sehen aus wie Akkuschrauber, ja, da gebe ich dir recht. Ja. Auf ja. jeden Fall. Das sind ganz, ganz eindeutig. Bohrer! Bohrer. Bohrer für mich. Ich brauche ich noch eine Fischerhütte, ich glaube. Falsches Schiff. Scanne unbekannte natürlich Küste. Natürlich würde ich ein gutes Leben. Was kann man denn hier? Also ich kann hier Tee anbauen, Reis. Genau. Kaffee? Ja, das sind so die Grundvoraussetzungen. Ein schönes Käffchen nebenher ist doch was Feines, ja. oder? Auf jeden Fall immer, natürlich. Gehen wir erstmal sehr gut. Die harte Arbeit macht mir nichts, weil mir sonst ich kann hier auch noch Fruchtbarkeit erzeugen. Ja. Neue Inselkoordinaten erfasst. Sehr schön. Was passiert hier? Ach, bitte. Boah, das ist doch Wahnsinn. Wo sind denn die ganzen Leute? Wo? Wo wird Bauzelle produziert? Da fährt ein Schiff von Hector aus. Dauert das aber bis die... Bis die Bauzelle fertig ist, dauert es jetzt eine Weile, ja. Ich bin mir jetzt echt... Nee. Das sind eindeutig zu wenig. Wir brauchen mehr Bauzellenproduktion. Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. So, da Alkohol kommt auch schon gut rein. Ich glaube, wir werden nochmal zwei Fabriken direkt hinbauen. Das sind, glaube ich, zu wenig sonst. Hier lasse ich Platz für die... So, vier Fabriken Alkohol sollte reichen. Ich würde es gern drehen. Ah, okay. Wir kommen auch langsam aus dem Minus raus, von der Bilanz. Da sind wir bald im Plus. Ich
ich nicht. Ich gehe. Und da unten kommt ein Schiff angefahren von Hector, gell? Sollen wir eine Kähne entführen? Oder doch lieber gleich? Der fährt jetzt gleich an deiner Arche vorbei. Der hat so grünliche Farbe. So türkisgrün. Oh, ja. Angriff. Ah, scheiße, der verfolgt mein Schiff, glaube ich. Ich glaube, der greift mich jetzt gleich an. Ja, ich fahre ihm hinterher. Das heißt, der wird das Schiff wahrscheinlich sogar versenken. Oh mein Gott, ist der echt brutal schnell. Ja, der hat so kleine Schiffe, die heißen Raider. Genau, wenn du willst, bitte helf mir mal bitte kurz, wenn es irgendwie geht. Ja. Also du kannst dein Schiff auf jeden Fall besiegen, das weiß ich. Aber ich habe halt ein Frachtschiff gerade hier stehen. Ah, also da habe ich null Chance gegen seinen Raider. Oh, hier ist gleich noch eine Insel, das ist auch ganz toll. Gut. Genau, bitte beschieß ihn. Ich versuch's. Ja, jetzt schießt er wenigstens auf dich. Na, ich mach mich mal kurz aus dem Staub. Danke für die Hilfe. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ziemlich das schnell gucken, dass wir uns verteidigen. Ich schicke jetzt mein Kanonenboot auch mal schnell runter. So, hier wird eine Insel gerade freigelegt. Auf der Insel ist auch niemand. So. Oh, meine Bewohner können jetzt schon aufsteigen. Bei mir ist gerade kaum Baumöglichkeiten erweitert. Ja. Die Frage ist, soll ich das jetzt in der Folge echt schon machen? Neue Inselkoordinaten erfasst. Wollt ihr echt so einen brachialen Progress sehen bei mir? Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll. Auf der anderen Seite, es wäre natürlich schön, Werkzeuge herzustellen. Sofort. Ja, ich werde mal einen aufsteigen lassen. Einer reicht ja. Wenn du einen aufsteigen lässt, wird sofort die Werkzeugproduktion freigeschaltet. So, sehen wir hier unten. Da, Bohrer. Ja, ich kann jetzt eine Teeplantage bauen, aber... Neue Insel geortet. Tee kann ich hier anbauen. Das mache ich. So, ich unterstütze dich mal. Hier? Mit meinem Schiff. Ja, den letzten Treffer mache ich. Bäm! Und du darfst die Überreste aufsammeln. Der hat sowas verloren. Das sind irgendwie solche Sachen, die er halt verliert. Okay. Ja, die kann man aufsammeln. Das habe ich hier eine Lücke. Ich hasse so, eine so, das Schiff kommt mal zurück schnell in den Hafen. Nicht im Baubereich. Natürlich nicht. Okay, Überreste. Schiff ist voll. Na toll. Du sammel das Zeug. So. So. Das Schiff wird wahrscheinlich jetzt nicht repariert. Da brauchen wir erst ein weiteres Hafengebäude. Dann werden die Schiffe automatisch nämlich repariert im Hafenbereich. Wie kann man denn einen aufsteigen lassen? Ah, du kannst in die Arbeiterwohnung hingehen und dann Aufstiegsrechte für Echo. Also ich mache das immer ganz manuell. Also ja, wenn da also so jetzt eine Person freigebe zum Aufstieg. Ja, sozusagen. Ich nutze dazu die U-Taste. U? Ja, U für Upgrade wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht das damit. Okay, geht das nicht? Egal. Hast du das wahrscheinlich nicht eingestellt. Ich werde wahrscheinlich wieder irgendwo falsch rumklicken. Ach, jetzt so. Haben plötzlich alle wieder die Rechte aufzusteigen. Egal. Und der Hector ist übrigens an derselben Stelle. Der ist genau rechts von uns. Das ist natürlich total super, weil da fahren unsere Schiffe ständig lang und er ist natürlich genau in der Nähe. Ja, das wird noch ein Spaß. Ja, sehr, sehr geil. Ah, guck hier. Ah, jetzt habe ich ihn gefunden. Ich habe sie schon erwartet. Den Rufus Thorne, der ist links etwas weiter Global oben. Trust Incorporated. Wie ich sehe, haben wir einige gemeinsame Interessen. Hier wunderbar hin, oder? Das sieht doch schön aus, jawohl. Einfach ein Lagerhaus hier hinbauen. Neue Insel geortet. Jetzt da, ja, okay. Jetzt hätte ich sogar Kapazität für eine zweite Schmelzziegelfabrik. So, alles klar. So, Leute, wir haben uns gedacht, wir machen am besten kurze, knackige Folgen, so 20 Minuten, ein bisschen drüber vielleicht. Dann ist das nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Genau. Und da wir uns ja schon am Ende dieser Folge jetzt nähern, unserer ersten Folge, machen wir jetzt auch dann gleich Schluss. Das heißt, die Werkzeugproduktion kommt dann bei mir in der nächsten Folge, wenn wir das mal angehen, dass wir eine richtig fette Werkzeugproduktion haben. Oder so ähnlich, ja. Oder so ähnlich. Und dann werden wir die anderen Parteien noch finden auf der Map. Ich weiß nicht, wie weit hast du schon erkundet, deine Map? Wahrscheinlich noch ja, gar nichts. Ja, ich hab die Insel unter mir habe ich schon entdeckt. Oh ja, das ist echt sehr viel. Hey, und die werde ich dann auch schön, besiedeln. Höchstwahrscheinlich brauchst, in der nächsten oder übernächste Folge. Wahrscheinlich erst übernächste Folge, aber bleibt dran. Ja. Oh, und ich habe jetzt gerade noch die Tilda Jorgensen entdeckt. Die ist natürlich auch gleich bei mir ums Eck, ja. Ja, schön. Das wird bei echt dir spannend. Die ganzen
ganzen guten Leute. Ja, gute ja? Leute, okay. Ja, aber die gut. Ganzen guten, bösen Leute. Wollen wir dann sehen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Anno 2070 mit Kater zockt. Ich bin raus für heute. Viel Spaß, Leute. Genau, dann bin ich auch raus. Viel Spaß, Leute. Ciao, ciao.